vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen ein bisschen was aus der Wissenschaft auf die Perspektive des einzelnen Konsumierenden erzählen zu können. Brücken werden wir halt viele brauchen. Sie müssen sich immer da drüben noch das Ende der anderen Brücke vorstellen. Ich werde versuchen, die Folien sprachlich zu ergänzen, wenn irgendwas Wichtiges abgeschnitten wird, aber ich glaube, so viel ist dann auch nicht drauf. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Gedankenexperiment. Lässt Sie der Gedanke an den Genuss eines Schnitzels für die Vegetarier unter Ihnen gern ein Sojaschnitzel, auch an den möglichen Schaden für Ihre Figur, an die Kalorien, die Sie damit zu sich nehmen denken, quasi der Kosten? Viele schütteln den Kopf, manche schon ein bisschen unsicher. Fällt Ihnen manches Mal, wenn Sie im Kino sitzen und einen Film anschauen, auch ein, wie viel Sie dafür zahlen mussten? Die meisten nicht. Manche Leute manches Mal denken dran, vor allem wenn der Film sehr schlecht ist. Ruft der Gedanke an die monatlichen Abbuchungen für Ihre Pensionsvorsorge, meistens kommt sie mit dem Gehalt daher, aber viele haben ein Zusatzprodukt, auch Gedanken daran hervor, was Sie irgendwann einmal machen werden, wenn Sie dann tatsächlich in Pension sind? Für viele ist es nicht so, für manche ist es so. Wiederum keine Notwendigkeit, eine individuelle Antwort zu geben, aber haben Sie schon einmal etwas auf Raten gekauft? Ein paar schütteln den Kopf. Viele, die ein Haus haben, werden es wahrscheinlich irgendwann einmal zumindest tun haben müssen. War Ihnen in dem Moment, in dem Sie diesen Kauf abgeschlossen haben, auch bewusst, wie viel Sie in Summe da jetzt ausgeben? Viele nicken, ich würde behaupten, viele haben es trotzdem nicht gewusst, weil wenn man sich die Kosten aufkumuliert über die Jahre, was man dann tatsächlich zurückzahlt, das ist doch bedeutend mehr, als auf diesem Kaufvertrag drauf gestanden ist. Und wenn man was Kleineres kauft, ist es vielen Leuten auch wieder nicht wirklich bewusst, wie viel es dann kostet, weil dann, das ist ja diese leicht leistbare Rate für 30 Euro pro Monat, das schaffe ich locker. Und dann die Gegenfrage: Wenn Sie etwas jemals auf Kredit gekauft haben, und sei es das Haus, und Sie sehen dieses Haus oder denken über das Haus nach, fällt Ihnen dann manchmal auch ein, Jesus, da gibt es ja den Kredit dafür. All das sind jetzt Beispiele für gedankliche Brücken von Kosten und Nutzen. Und absolut jede Transaktion, die wir machen, manche behaupten sogar, in unserem Sozialleben gibt es immer Kosten und Nutzen. Und die Frage ist jetzt, was mache ich mit diesen Kosten und Nutzen? Die Theorie, vor allem in der Konsumentenpsychologie, aber auch in der Ökonomie, es gibt eigentlich fast kein Feld, das nicht davon ausgeht, dass wenn Leute Entscheidungen treffen, dann wägen sie diese Kosten und Nutzen gegeneinander ab. Das heißt, es wird auf eine Waagschale geworfen und wenn im Endeffekt der Nutzen die Kosten überwiegt, sage ich ja, kaufe ich. Wenn im Endeffekt die Kosten überwiegen, nein, danke. Das ist soweit die Idee. Und damit ich die zwei gegeneinander abwägen kann, was brauche ich? Ich brauche eine gedankliche Brücke. Ich muss überhaupt einmal die Kosten und den Nutzen als etwas Zusammengehöriges erleben. Also diese Annahme, dass wenn ich annehme, dass Leute was gegeneinander abwägen, nehme ich automatisch an, dass Leute eine mentale Assoziation zwischen diesen zwei Dingen erstellen. Und die Frage ist, ob das wirklich immer der Fall ist. Im Kino haben sie es nicht gemacht, wenn sie sich den Film anschauen. Beim Schnitzelessen macht es auch nicht jeder von ihnen. Wenn Sie nach Hause kommen in Ihr Haus, machen Sie es auch nicht immer. Beim Kauf macht man es meistens, aber danach nicht unbedingt immer. Und selbst beim Kauf macht man es nicht immer. Wenn man so diese Brückenmetapher nimmt, dann gibt es einige sehr zentrale Fragen. Das erste ist, um eine Brücke zu bauen, muss mir klar sein, was sind die zwei Pfeiler, zwischen denen ich eine Brücke spanne. Wenn mir nicht ganz klar ist, was die Kosten sind oder was der Nutzen sind, kann ich keine gedankliche Brücke bauen. Das heißt, in jeder Situation, in der mir nicht ganz klar ist, was wird das kosten, tue ich mir sehr schwer, eine gedankliche Kosten-Nutzen-Brücke zu bauen. Die nächste Frage ist, ich habe eine Brücke und wie bei jeder Brücke kann ich in zwei Richtungen gehen. Ist das eine Einbahn? Nur, dass mich die Kosten an den Nutzen denken lassen? Also, dass ich, wenn ich das Kinoticket kaufe, gleich dran denke, Jesus, jetzt werde ich den wunderbaren Film sehen? Oder ist es eine Zweibahnstraße, dass ich auch denke, wenn ich im Kino drinnen sitze und mir diesen Film anschaue, den Nutzen quasi genieße, auch daran denke, so und so viel habe ich dafür zahlen müssen, so lange habe ich gebraucht, bis ich hier war, etc. Und dann eine weitere offene Frage ist, wann stürzt diese Brücke ein, wenn ich sie schon mal erstellt habe? Erstellen werde ich sie meistens beim Kauf oder kurz davor. Aber bleibt die immer?
Beispiel wieder Kredit fürs Haus. Wie lange haben Sie diese mentale Brücke noch? Oder geht sie am Anfang vielleicht in beide Richtungen, dass Sie am Anfang immer, wenn Sie ins Haus kommen, noch denken, schön ist es, aber es ist halt kreditfinanziert. Und irgendwann vergisst man dann und dann ist es auch nicht mehr vielleicht wahnsinnig schön oder es ist noch schön, weil man denkt nicht mehr daran zurück, da gibt es noch die Hypothek dafür. Bricht sie ganz weg, diese Brücke? Was passiert mit der Brücke über die Zeit? Und wie diese Brücke tatsächlich gestaltet ist, ist absolut essentiell für das Erleben jeder einzelnen Transaktion. Diese Kosten-Nutzen-Assoziationen bestimmen, wie schmerzhaft wir Zahlungen erleben und wie sehr wir uns über den Konsum freuen können. Und da hat jede dieser Begehrichtungen der Brücke einen unterschiedlichen Einfluss. Die erste Richtung, von der Konsumfreude zum Zahlungsschmerz. Na, wenn Sie nach Hause kommen und Sie sehen Ihr kreditfinanziertes Auto, Ihr kreditfinanziertes Haus und es lässt Sie an die Zahlung denken, die damit verbunden ist, an den Kredit, der noch ausständig ist. Was passiert? Automatisch freut man sich vielleicht nicht mehr so sehr über das Produkt. Das zumindest gibt es relativ viel Theorie, die das indiziert, dass man, wenn ich etwas konsumiere, mich über etwas freue und das lässt mich daran denken, dass ich dafür ja was zahlen musste, dass ich mich dann gleich automatisch nicht mehr ganz so sehr freue. In unseren eigenen Studien finden wir einen zusätzlichen Effekt. Und zwar, dass wenn mich der Konsum, das Auto beispielsweise, an die Zahlung denken lässt, an den Kredit, dann nehme ich gleichzeitig auch die Zahlung als noch einmal belastender wahr. Das heißt, es ist eigentlich, in diese Richtung über die Brücke zu gehen, tut weh. Ist nicht unbedingt wunderbar schön. Die andere Richtung ist eine ganz andere Sache. Wenn ich Geld für etwas hergeben muss oder sonst irgendwelche Art von Kosten vor mir habe und ich weiß, was ich dafür kriege, weil nichts anderes tut diese gedankliche Brücke, dann ist es nicht mehr so schwer, das Geld herzugeben. Automatisch fällt es mir leichter, mich von meinem Geld zu trennen, wenn ich doch weiß, ich kriege was dafür. Also der Zahlungsschmerz wird durch die gedankliche Brücke von den Kosten zum Nutzen etwas gedämpft. Was bedeutet das fürs Konsumentenverhalten? Und da haben wir jetzt diese zwei verschiedenen Richtungen der Brücke. Die Richtung von den Nutzen zu den Kosten bedeutet, dass ich eigentlich ständig die Kosten vor Augen habe, auch wenn ich das schon gekauft habe. Hedonisch, also aus Sicht der Freude, die mir etwas bereitet, ist es schlecht. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass mir immer bewusst ist, dass die Welt nicht gratis ist. Das heißt, es hemmt mich etwas, es hilft mir in der Selbstkontrolle, wenn ich in die nächste Versuchung komme, ist mir klar, wo. Und in der Zukunft habe ich dann immer vor Augen, wie viel das gekostet hat. Oder ich habe ja noch etwas, das in meinem Kopf noch nicht ganz abbezahlt ist. Da habe ich noch nicht meinen ganzen Nutzen herausgekriegt. Man versucht tendenziell Dinge länger zu nutzen. Wenn mir das Haus immer vor Augen ruft, da habe ich den Kredit dafür, da muss ich extra gut auf das Haus aufpassen. Da muss ich schauen, dass das Haus den Kredit absolut überdauert. Und somit hat es einen Effekt darauf, wie wir mit Dingen umgehen. Und ein weiterer Punkt, vielleicht zu schnell, man weiß, was Dinge kosten. Und das wissen die wenigsten Leute, die diese Brücken nicht haben. Die andere Richtung, starke Kosten-zu-Nutzen-Assoziationen, das haben wir eben, das machen die Kosten erträglicher. Beim Kauf ist das hedonisch gut. Langfristig, wenn ich schon etwas habe, ist diese Brücke aber nicht immer gut. Weil wenn ich jetzt mich noch einmal erinnere, weil ich auf meine Rechnung, also sehe am Kontoauszug, keine Ahnung, ich war im Kino und das Kino ist aber schon vorbei und mich lassen jetzt quasi die Kosten vor meinen Augen noch einmal dran denken, was ich für einen Nutzen hatte und der ist schon weg, dann hilft das nicht unbedingt so viel. Außer ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise da einen Burger gegessen haben und der hat nicht großartige Erinnerungen bei Ihnen hinterlassen, dann hilft das gar nichts. Dann sehen Sie nur, ich habe was ausgegeben und das, wofür ich es ausgegeben habe, ist eh schon weg, hilft nichts. Und das ist mit einer Erklärung, die sich in der Theorie und auch zum Teil in der Empirie findet, warum Leute keine Kredite für Urlaube etc. aufnehmen. Weil da einfach die Kosten die Nutzen übertauern. Das heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme, nehme ich den meistens für etwas auf, wo ich von dem Ding, das ich dafür kriege, mindestens so lang was habe, wie der Kredit läuft. Damit ich immer einen Gegenwert habe
und die gedankliche Brücke nicht zur Belastung wird, sondern mir ein bisschen hilft beim Zurückzahlen und den Zahlungsschmerz dämmt. Die Frage, die sich in dem Zusammenhang dann natürlich stellt, ich habe jetzt sehr viel von Krediten geredet, aber diese gedanklichen Brücken finden sich natürlich für alle Arten von Transaktionen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was begünstigt den mentalen Brückenbau? Wann mache ich das? Und da gibt es relativ viele Merkmale, die das begünstigen können und viele, die sich auch in Situationen finden, die oft zu problematischen Konsumverhalten führen. Das erste Merkmal ist Persönlichkeit und Demografie. Ich zeige Ihnen nur ein paar ausgewählte vorläufige Ergebnisse. Wir haben noch sehr viele Daten, aber wir wissen noch immer nicht ganz, ganz genau, was alles passiert. Was wir bis jetzt finden, ist, dass tendenziell, was glauben Sie, Männer oder Frauen eher über diese Brücken marschieren? Frauen tendenziell. Der Effekt ist nicht wahnsinnig stark, aber es gibt einen Effekt, dass Frauen vor allem eher, wenn sie Geld ausgeben, genau wissen müssen, was sie dafür kriegen. Das ist Männern tendenziell nicht ganz so wichtig. In die Gegenrichtung, das zeigt sich bei weitem nicht immer. Ein weiterer Faktor ist die Größe des Haushalts. Dass größere Haushalte, und da findet sich wieder nur eine Richtung, größere Haushalte tendieren dazu, dass wenn da was konsumiert wird, dass denen ganz bewusst ist, wofür das war. Und das ist jetzt einkommensunabhängig. Das ist einfach so eine Sache mit größerem Haushalt, wo man anscheinend irgendwie eher gegenverrechnet, was man sonst alles in Kauf nehmen muss. Und Risikobereitschaft interessanterweise führt zu einer verstärkten Assoziation von den Kosten zu den Nutzen. Man kann sich das so vorstellen, dass jemand, der gerne ein Risiko nimmt, das ist ja meistens mit Kosten verbunden, der denkt total dran, was da Tolles draus kommen wird. Ja? Der stellt eine ganz, ganz starke Assoziation her mit, dieses Risiko, diese Investition, die wird mir so wahnsinnig viel bringen. Der Zahlungsschmerz ist weg und ich kann das Risiko nehmen, weil ich hier antizipiere, das wird so toll. Und dann gibt es noch Faktoren, die generell die Brücke zum Zusammenstürzen bringen. Ein Faktor ist hohes Einkommen. Sie müssen einfach nicht mehr wirklich drüber nachdenken, wenn Sie es sich leisten können. Und das ist mit einer der großen Gefahren für Personen, die von einem sehr hohen Einkommen wieder mal herunterplumpsen. Ich habe nicht mehr gelernt, diese gedanklichen Brücken zu machen. Und wenn ich es jetzt wirklich bräuchte, weil ich diese Selbstkontrollhilfe brauche, kann ich sie nicht mehr machen, weil ich mich daran gewöhnt habe, darüber nicht mehr nachzudenken. Und dann natürlich ganz klassisch, Personen, die angeben, sehr impulsiv zu sein, erstellen auch tendenziell viel weniger Brücken. Da wird nicht immer beim Zahlen darüber nachgedacht, jetzt gebe ich das aus und dafür kriege ich ja das. Wird einfach gezahlt und das Geld ist weg und jetzt bin ich schon beim nächsten. Aber das wird nicht stark mental verbunden. Der zweite Punkt sind kausale Rahmen. Also empfinde ich Nutzen und Kosten als wirklich zusammengehörig. Das ist ein Thema, das sich auch über die nächsten Punkte hindurchziehen wird. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel Pensionsvorsorge. Wenn Sie jetzt vorsorgen für später, jetzt Geld auf die Seite legen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das vor sich selbst argumentiert. Das eine ist, ja, das ist Geld, da muss ich schauen, damit ich dann irgendwann später finanziell abgesichert bin. Das heißt, ich bleibe nur in so einem finanziellen Rahmen, weiß aber in Wirklichkeit nicht, was ich mit diesem Geld machen werde. Ich weiß nur, ich werde es irgendwann brauchen, aber der Nutzen, der konkrete Nutzen ist mir nicht klar. Andere Leute denken so drüber nach, dass sie sagen, ich muss das jetzt auf die Seite legen, weil wenn ich in der Pension bin, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Tochter, Sohn X ein Kind bekommen hat und ich will diesem Enkel das kaufen können. Oder ich möchte noch einmal um die Welt reisen oder was auch immer man mit dieser Lebensphase machen möchte. Manche Leute koppeln das Sparen jetzt schon mit dem tatsächlichen Nutzen, den sie in dieser Lebensphase erwarten, erhoffen. Und was sie finden, also wir können die Kosten, wir sind hier Sparen und Vorsorge, der Nutzen ist das Leben dann in der Pension und etwas, das nicht nur rein finanziell ist. Und wir haben ein Experiment gemacht und haben mehrere Studien dazu gemacht und haben einfach nur diese Kosten-Nutzen-Assoziationen zu manipulieren versucht. Sie finden es auch, wenn Sie die einfach nur Selbstreporte haben. Ganz einfaches Gedankenexperiment. Versetzen Sie sich in die folgende Situation. Es gab zwei Bedingungen. In der ersten, Sie sind jetzt in etwa 40 Jahre alt. Die Personen waren dann alle wirklich in etwa 40 Jahre alt. Sie haben seit fast 20 Jahren haben Sie eingezahlt ins Pensionssystem. Sie haben auch noch ein paar Zusatzvorsorgeprodukte. Und Sie rechnen damit, dass wenn es dann soweit ist und Sie in Pension gehen, Sie in etwa 60 bis 65% Ihres Einkommens
in der Pension, ihres Letzteinkommens in der Pension erhalten werden. Und dann dieser eine Satz. Manchmal denken Sie an die Kosten und den Aufwand, der mit der Pensionsvorsorge verbunden ist. Also einfach nur, ich denke an diese Kosten. Und dann ist die Frage, stelle ich die gedankliche Brücke oder nicht? Einer zweiten Gruppe haben wir dann zusätzlich gesagt, wenn Sie an diese Kosten denken, dann kommen Ihnen immer auch die Gedanken darüber in den Sinn, was Sie denn machen werden, während Sie in Ihrer Pension sind. Also die Kosten rufen den tatsächlichen Nutzen hervor. Und dann kam die Entscheidung. Sie haben jetzt einen Termin mit Ihrem Finanzberater, der hat Ihnen da ein paar zusätzliche Vorsorgeprodukte vorgeschlagen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sie in jedes dieser Produkte investieren? Und was wir finden, ist, dass Personen, die diese Brücke vorgesagt bekommen haben, die versuchen, diese Brücke für sich selbst nachzuempfinden, die sind wahrscheinlicher, dass sie vor allem in ethisches Investment investieren. Also wenn es keine ethische Investmentoption gibt, dann finden wir, dass die generell einfach mehr investieren. Aber das heißt, nur weil ich diese Brücke habe, mache ich eine andere finanzielle Entscheidung. Ich sorge früher mehr vor. Und das ist unabhängig vom Lebensstil oder sonstiges. Es ist einfach nur, weil ich diese Brücke vor meinen Augen habe. Der zweite Punkt, und das hängt auch ein bisschen, bei den Pensionen findet sich das auch wieder, ist Komplexität. Komplexität im Sinne dessen, wie gut kann ich denn die Kosten mit dem tatsächlichen Nutzen verrechnen. Immer wenn es wirklich komplex wird, kann ich die Brückenpfeiler nicht gut fassen und natürlich tue ich mir dann schwer, eine Brücke zu bauen. Wenn das keine klar fassbaren Brückenpfeiler sind und mir nicht klar ist, wie die jetzt miteinander verbunden werden können. Da gibt es viele Situationen, die diese Komplexität erhöhen. Eine Sache ist beispielsweise einfach nur ein komplizierter Preis. Wenn ich einen komplizierten Preis habe, kann ich den von meinem geistigen Auge viel, wenn ich sage 1787, durch mir viel schwerer eine gedankliche Brücke zu diesem Preis für, weiß ich nicht, ein T-Shirt zu erstellen, als wenn Sie sagen 15 Euro oder selbst 17 Euro. Geht es viel leichter, dass Sie diese Brücke machen. Einfach nur, weil es so komplex ist, das zu verstehen. Und dann natürlich etwas, das wir sehr oft finden, wenn ich mehrere Dinge für einen Preis kriege. Was ist dann das einzelne Ding wert? Ich habe zwar einen Preis für das Bündel, aber das Bündel konsumiere ich nicht. Ich konsumiere ein Produkt daraus oder ein anderes. Und dann ist immer die Frage, na, wie viel hat jetzt das eine Produkt gekostet? Na, weiß ich nicht, da waren ja so viele Dinge drinnen. Also muss es eigentlich was gratis gewesen sein. Es hat jeweils das andere, wird dann den Preis ausgemacht haben. Und das ist eine Angebotsform, die wir zunehmend finden. Abos gehen natürlich auch in diese Richtung. Wenn nicht ganz klar ist, was kostet jetzt eine einzelne Theatervorstellung. Manches Mal steht es genau drauf, nicht unbedingt. Und da gibt es sehr viele Studien dazu, die zeigen, dass, wenn es nicht ganz klar ist, dass die Leute dann einfach auch weniger konsumieren. Wenn Sie beispielsweise ein Skiticket gekauft haben für 3 Tage, ein 3-Tages-Pass, um, sagen wir, 28 Euro. Das ist, Sie passen auf, sehr gut. Oder Sie kaufen ein Ticket um 30 Euro, es wird nicht besser. Und jetzt ist die Frau, und jetzt ist das Wetter furchtbar schlecht. Das ist der dritte Tag, das Wetter ist furchtbar schlecht. Studien zeigen, dass wenn das Ticket 28 Euro gekauft haben, werden Sie am dritten Tag nicht mehr fahren, weil Ihnen nicht ganz klar ist, was der dritte Tag kostet. Weil 28 durch 3 ist viel komplizierter als 30 durch 3. Wenn Sie 30 Euro gezahlt haben, fahren Sie wahrscheinlich am dritten Tag noch Ski, weil Sie genau wissen, dass jeder Tag hat 10 Euro kostet. Also das zeigt einfach, wie easy man mit Komplexität von Preisen das Konsumverhalten auch beeinflussen kann. Und dann natürlich noch letztes Stichwort Konsumerlebnis. Das war im vorherigen Vortrag auch sehr schön. Ich meine, es ist ja ganz klar, wir kaufen nicht immer nur das eine physische Objekt. Wir kaufen sehr oft das Erlebnis mit, den Identitätsaspekt. Was ist der Wert? Das Einzige, das ich ganz gut bepreisen kann, ist das Physische, das Angreifbare oder wie lange etwas dauert. Aber dieses Konsumerlebnis, dass ich habe es dort gekauft, weil es in diesem Shop so toll war, wie sie es bei Abercrombie und Fitch beispielsweise haben, wo sie die tanzenden
schönen Verkäufer drinnen haben und eine riesengroße Duftwolke. Was sie da kaufen, ist natürlich nicht das Produkt, sondern das Erlebnis. Sobald sie ein Erlebnis dabei haben, das zu bepreisen, ist wahnsinnig schwierig. Es wird sehr komplex und sie haben keine gedanklichen Brücken mehr. Oder verminderte. Ein weiterer Faktor ist die zeitliche Distanz. Wenn ich den Nutzen zu einem substanziell anderen Zeitpunkt habe als die Kosten, natürlich ist es relativ schwer, die zwei in Einklang zu bringen. Und das haben sie sehr oft, Klassiker natürlich Kredit, aber auch bei anderen Zahlungsmethoden. Immer wenn sie mit der Kreditkarte zahlen. Und da kommt natürlich bei der Kreditkarte kommt natürlich die Komplexität auch noch dazu. Weil wenn sie die Kreditkartenabrechnung kriegen, die meisten Leute schauen auf die eine Summe, wie viel war es jetzt. Wenn es eine ganz komische Summe ist, dann schaut man vielleicht noch nach, bei welchem Einkauf war das. Aber dann sehen sie, keine Ahnung, sie waren beim H&M und haben dort drei Dinge womöglich gekauft. Ihnen ist nicht mehr klar, was genau sie beim H&M alles gekauft haben. Das Einzige, was sie noch wissen, ist, ich war beim H&M. Aber dass die Jeans, die sie jetzt anhaben, mit dieser Kreditkartenrechnung, wo so viele andere Sachen draufstehen, in Verbindung gebracht werden soll, das ist einfach wirklich komplex und schwierig. Und zeitliche Distanz haben wir auch noch. Also jegliche Arten von Zahlungsformen, die nicht sofort abgebucht werden, erschweren den Brückenbau. So, Salienz, das bedeutet im Endeffekt, dass mir etwas sehr bewusst ist, dass etwas on top of my mind im Englischen, mir fällt jetzt nicht ein, wie das auf Deutsch heißt, also dass es mir ganz an vorderster Front meiner Gedanken ist. Wenn ich die Kosten jetzt sehr, sehr salient habe, dann ist es relativ einfach, die Brücke zu bauen. Wenn ich einen riesengroßen Pfeiler dastehen sehe, dann fragt er nur, dann bittet er mich direkt darum, baue eine Brücke zu mir. Und was macht Kosten sehr salient? Gibt viele Faktoren wiederum. Eine Geschichte ist ein hoher Preis. Wenn etwas sehr, sehr teuer ist, dann denken Sie an das einfach sehr, sehr oft. Und Sie werden auch daran denken, was Sie dafür kriegen. Und selbst wenn Sie konsumieren, ist es wahrscheinlich, dass Ihnen manchmal nur einfach, das war ziemlich teuer. Es muss jetzt nicht unbedingt ein schlechter Gedanke sein. Sie können auch denken, aber das war es wert. Aber die Brücke wird da sein. Und Sie werden trotzdem nicht ganz so schnell wieder was kaufen. Physische Erinnerungen, ganz einfaches Preiszettel. Wenn das Preiszettel noch drauf ist, natürlich ist dann der Preis salienter. Und die Kosten sind mir bewusst. Und auch wiederum hier die Zahlungsmethode. Wenn Sie Geld in die Hand nehmen, wissen Sie ganz genau, wie viele Euro Sie da über den Tisch geschoben haben. Wenn Sie mal unterschreiben oder einen PIN-Code eintippen, ist das natürlich nicht so. Das heißt, unglaublich viele Studien, die zeigen, dass die Leute einfach auch vergessen, wie viel sie gezahlt haben, wenn sie mit der Karte zahlen. Wenn sie das in bar gemacht haben, ist es relativ schwer, das zu vergessen oder schwieriger. Und dann noch der letzte Punkt, die Motivation. Sie erinnern sich, nicht beide Richtungen dieser Brücke sind gleich schön zu begehen. Die eine Richtung hilft uns, diese Richtung hier von den Kosten zum Nutzen, den Zahlungsschmerz zu reduzieren. Die zweite Richtung tut aber eigentlich weh, weil sie die Konsumfreude dämmen kann und gleichzeitig auch eventuell den Zahlungsschmerz erhöht. Und der Mensch ist nicht dumm. Wir wissen sehr oft, was uns leitet. Also wir haben ein intuitives Gefühl dafür, dass wenn wir etwas Tolles konsumieren und wir denken an den Preis, dass das nicht so wahnsinnig glücklich machend ist. Ja? Und darum sind wir oft sehr schlau. Und dann gibt es sowas wie die gratis konsumierte Investition. Das ist beispielsweise bei Weintrinkern beobachtet worden, die eine besonders teure Flasche Wein kaufen, weil sie sagen, das ist eine Investition in die Zukunft. Super Rechtfertigung. Ja? Die Kosten lassen mich total an den Nutzen denken. Und dann kommt der Zeitpunkt der Konsumation, wird dann an die Investition zurückgedacht? Natürlich nicht. Die wird aufgemacht und man genießt sie einfach nur und konsumiert sie so, als wäre sie damals gratis gewesen. Das passiert sehr, sehr oft. Also wir sind schlau. Und, wir haben da und was sich aber dann auch zeigt, ist, dass wenn diese Richtung, die eigentlich nicht so glücklich macht, Personen, die tendenziell sehr stark haben, also die irgendwie immer denken, oh, da ist was Tolles, da muss sicher irgendwo ein Haken sein, da muss sicher irgendwo Kosten damit einhergehen, die sind mit ihrem Leben generell etwas unzufriedener. Also es hilft, uns nicht zu viel Geld auszugeben, aber glücklich macht es nicht. Und das wissen wir.
Und wir haben da eine weitere kleine Studie gemacht und haben die Leute gebeten, denken Sie an, jeder hat irgendwelche kleinen Luxusmomente im Leben. Es gibt irgendwas, das wir uns einfach vergönnen, wo wir einfach gut zu uns sind. Ja? Jeder hat das. So wenig Einkommen kann man kaum haben und wenn das jemand nicht mehr hat, dann sollte es ganz schnell wieder von irgendjemandem kriegen, weil das ist einfach etwas, was wir brauchen. Und das kann sein, einfach nur eine ganz besondere Schokolade, das kann sein, einmal ins Bräunungsstudio zu gehen oder ins Fitnesscenter oder es kann jegliche Kleinigkeit sein. Und wenn die Zeiten härter werden, müssen wir manches mal zurückschrauben. Und die Frage ist, was geben wir auf? Die meisten Leute haben mehr als einen kleinen Luxus. Und wir haben gefragt, so, stellen Sie sich vor, Sie müssen den Gürtel enger schnallen. Auf welchen kleinen Luxus in Ihrem Leben würden Sie verzichten? Und nachdem Sie uns das gesagt haben, war dann die Frage, und wenn Sie diese, denken Sie an Situationen, in denen Sie dieses kleine Luxusgut konsumieren, denken Sie in diesen Situationen auch daran, wie viel Sie dann normalerweise dafür zahlen müssen? Oder ist Ihnen das nie bewusst? Und dann die Gegenfrage. Und jetzt nennen Sie uns bitte einen kleinen Luxus, auf den Sie nie und nimmer verzichten würden, auch wenn der Gürtel noch so eng wird. Wenn Sie diesen Luxus konsumieren, ruft das Gedanken daran hervor, was Sie dafür zahlen müssen. Und was sich zeigt, ist, dass hier die Zustimmung um einiges größer ist als hier. Das heißt, für Dinge, auf die wir verzichten, wenn wir verzichten müssen, verzichten wir auf Dinge, die uns, wo uns die Konsumation eigentlich nicht nur Freude bereitet, weil es uns auch daran denken lässt, wie viel wir dafür zahlen mussten. Auf die Dinge, die wir wirklich sogar, die absolut nichts mit Selbstkontrolle zu tun haben, die wir einfach nur genießen, als wäre sie gratis, auf die können wir am schwierigsten verzichten. So, damit komme ich schon zu meinem Fazit und wir sind fast in der Zeit. Diese Kosten-Nutzen-Assoziationen, also diese Brücken, sind ein automatisches, situativ aber beeinflussbares und interindividuell unterschiedliches Gedankenmuster. Sie sind eine gedankliche Brücke, die wir in beide Richtungen begehen können. Nur sind die zwei Richtungen halt nicht gleich ideal für uns. Und in welche Richtung wir gehen, bestimmt sehr viel. Es bestimmt, welche Entscheidungen wir treffen. Nur wenn wir die Kosten-Nutzen-Assoziation haben, denken wir überhaupt über den Preis noch nach. Ja? Kann uns dann mal so sagen, das ist es nicht wert. Wenn Sie den Satz, das ist es nicht wert, bedeutet, Sie haben schon die gedankliche Brücke erstellt. Ohne diese Brücke würde dieser Satz nie fallen. Es bestimmt aber auch, wie es uns mit einer getroffenen Entscheidung geht. Wie viel Freude haben wir mit etwas? Wie lang nutzen wir es auch? Auch zum Teil, wie sehr fühlt es sich an, als wäre es jetzt wirklich, es würde uns wirklich gehören. Und auf einer breiten Ebene determiniert es auch, wie zufrieden wir durch das Leben gehen. Und es determiniert auch, wie stark wir dem Konsumdruck manches Mal erliegen können. So besonders der Weg in die eine Richtung, Sie erinnern sich, Nutzen zu Kosten, ist relativ beschwerlich, begünstigt aber nachhaltige finanzielle Entscheidungen. Und wir haben auch Studien mit Überschuldeten gemacht, wo wir Interviewstudien und auch ein paar Befragungen gemacht haben. Und eine Sache, die sich gezeigt hat, ist einfach, dass Überschuldete im Vergleich zu einer demografisch ähnlichen Gruppe tendieren dazu, diese gedanklichen Brücken weniger oft zu erstellen. Das heißt, es passiert dann einfach leichter mal, dass man auch hineinrutscht. Sie haben dann Schwierigkeiten nachzuverfolgen, wo ist denn das Geld jetzt überhaupt hingekommen? Um einen Überblick über die Finanzen zu behalten, macht es halt Sinn, diese Brücken zu haben. Aber was sich auch zeigt, manches Mal lernen Leute, diese Brücken zu bauen. Und was kann ich machen, um Menschen zu helfen, Brücken zu bauen? Sie erinnern sich, das waren die verschiedenen Faktoren. Und ich habe jetzt einfach mal drei Möglichkeiten herausgegeben. Preiszettel. Jedes Mal, wenn Sie das Preiszettel von etwas herunterkläzeln, wollen Sie sich selber nicht daran erinnern, dass das was gekostet hat. Sie wollen es ab diesem Moment möglichst gratis konsumieren. Was ja schlau ist. Macht viel mehr Freude. Bar zahlen. Jedes Mal, wenn Sie die bare Summe über den Counter schieben, wissen Sie viel eher, wie viel das gekostet hat. Sie können sich besser an diesen Moment für längere Zeit erinnern und somit mehr Selbstkontrolle ausüben. Und dann natürlich der dritte Faktor, und der ist eher angebotsseitig zu sehen, Transparenz. Wenn mir nicht ganz klar ist, was mir jeder Euro kauft,
dann kann ich auch keine gedankliche Brücke erstellen. Gut, was ich jetzt nicht möchte, ist, dass es jetzt so klingt, als wäre ich dafür, dass man immer diese Brücken erstellt. Wie gesagt, es macht nicht immer nur glücklich. Und die Selbstkontrollressourcen, die der Mensch hat, die sind relativ beschränkt. Wenn wir uns zweimal hintereinander zusammenreißen mussten, dann machen wir beim dritten Mal schlapp. Das ist einfach so. Wenn Sie müde sind und Sie werden in Versuchung geführt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie der Versuchung erliegen, einfach um ein Vielfaches größer, als wenn Sie total fit sind. Und so ist es einfach mit der Selbstkontrolle, das ist ein limitiertes Gut. Wenn es aufgebraucht ist, dann kann man sich noch so sehr bemühen, es geht einfach nicht mehr. Und diese Brücken können, die eine Richtung der Brücke kann Selbstkontrolle bedeuten. Wenn man es ganz automatisch macht, fällt es einem irgendwann einmal leichter und leichter und leichter und es nimmt nicht keine Selbstkontrollressourcen mehr weg oder viel weniger. Aber da muss man mal hinkommen. Und was auch zu bedenken gibt, ist, es gibt nicht nur finanzielle Kosten. Da geht es darum, wenn Sie jedes Mal darüber nachdenken, wie viel Zeit Sie jetzt investieren mussten bis für Ihr Gehalt, auch das sind Kosten. Die Zeit, die Arbeitszeit, wie sehr Sie sich ärgern mussten mit Ihren Kollegen. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie im Gehaltszettel schauen, Ihnen klar ist, wie hart Sie dafür arbeiten mussten und Ihnen alles Mögliche einfällt, macht das Ihr Leben auch nicht unbedingt glücklicher. Und Kosten können auch sein, Kosten ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt jetzt in dem Zusammenhang, fällt mir kein besseres ein, habe ich jemandem helfen müssen dafür, wie mühsam war es, etwas zu tun, auch für jemand anderen. Also es gibt Situationen, wo es ganz gut ist, wenn man diese Assoziationen nicht erstellt. Und es profitiert nicht jeder Lebensplatz. Also man braucht auch Platz jenseits der Brücke, weil die Brücke nicht nur ein... Na, jetzt fällt mir kein Wort ein. Weil die Brücke nicht immer nur glücklich macht. Das war jetzt ein schlechter Abschluss, aber in diesem Sinne vielen Dank.